Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dich auf deine Ziele und Wünsche auszurichten. Und dazu gilt es, sich auch die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten aus deinem Inneren entstehen zu lassen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich einen unglaublich erfolgreichen Tag hätte? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich heute meinen Tag brillant meistere? Wie würde sich Erfolg anfühlen? Wie würde sich Reichtum anfühlen? Wie würde sich Gesundheit anfühlen? Wir wollen unserem Körper jetzt emotional beibringen, wie sich die Zukunft anfühlt, bevor sie noch passiert ist. Das heißt, du wartest nicht darauf, dass es passiert, sondern du bestimmst jetzt. Denn um Reichtum und Wohlstand zu fühlen, wartest du nicht auf den Erfolg, um dich stark zu fühlen. Du wartest nicht auf deine neue Beziehung, um Liebe zu spüren. Du wartest nicht auf deine Heilung, um Gesundheit oder Dankbarkeit zu spüren. Du wartest nicht auf Synchronizitäten oder mystische Augenblicke, um Ehrfurcht und Staunen zu empfinden. Alles, was es braucht, ist, dass du dir deines alten Ichs bewusst wirst und ganz bewusst dein neues Ich erschaffst. So bewusst wirst, dass du nicht wieder unbewusst wirst. Wir lernen jetzt, wie wir neue neurologische Schaltkreise in deinem Körper installieren, um dich emotional in eine neue Zukunft zu bringen. Und als Experiment wollen wir beobachten, wie du dich von einer Persönlichkeit zur anderen entwickelst. Wenn du dich in deinem Tagesbewusstsein erwischen kannst und aufhören kannst, unbewusst bestimmte Gedanken zu glauben, gewisse Dinge unbewusst zu sagen, wirst du nicht mehr nach diesen alten, vertrauten Mustern handeln und fühlen. Beginne mehr darüber nachzudenken, wer du sein möchtest. Probier es einfach einmal aus und schau, wie es dich in deinem Leben beeinflusst. Ich denke, du wirst es genießen. Und lass dabei deinen Körper glauben, dass er bereits das wunderbare Neue erlebt, weil er es nämlich emotional schon erlebt und wir uns in die Zukunft bewegen. Jetzt hast du die Gelegenheit, dich frei von den Fesseln deines alten Ichs zu fühlen. Und ich möchte, dass du deinem Körper emotional beibringst, wie er sich fühlen wird, damit er anfängt, sich daran zu gewöhnen. Das ist die Erfahrung von absoluter Freiheit. Komm, lass uns beginnen. Schließ deine Augen und lass deinen Atem ruhig und natürlich strömen. Lass deinen Körper jetzt Freiheit spüren, damit er denkt, er erlebt sie bereits. Lass deinen Körper Freude spüren darüber, wie du dich fühlen wirst. Dein Körper beginnt emotional bereits in seinem Zukunftspotenzial zu leben. Und jetzt hast du die Gelegenheit zu fühlen, wie all deine Bedürfnisse bereits erfüllt sind. Und du in jeder Hinsicht reich bist. Und
ich möchte, dass du deinem Körper sagst, er soll Reichtum und die Freude am Reichtum spüren. Noch bevor es eingetreten ist, damit dein Körper denkt, dass er es jetzt gerade erlebt. Öffne diese Verbindung zu deinem gesamten Körper, damit du es überall spürst. Wenn du es fühlst, denkt dein Körper, dass du es gerade erlebst. Er kennt den Unterschied nicht. Es passiert jetzt gerade für ihn. Und jetzt erahnst du dein Potenzial für einen genialen Verstand. Tolle Geistesblitze, Aha-Momente, die dich zu neuen Ufern bringen. Und die unglaubliche Kraft, die aus einem wachen Verstand entsteht. Bringe deinem Körper emotional die Freude und Inspiration bei, wie es sich anfühlen wird, damit der Körper beginnt, dein Genie zu erahnen und denkt, dass er jetzt schon die Freude und Freiheit erlebt. Gleichzeitig existiert im Quantenfeld die Möglichkeit für ein vitales, neues Leben voller Optionen, wo du dich wie in einem Traum fühlst. Es gibt die Möglichkeit im Quantenfeld, dass all deine Gebete erhört werden. Diese Möglichkeit findet dich. Sie will dich genauso, wie du sie willst.
inspiriert zu sein bedeutet, eine Zukunft ohne Hindernisse zu sehen. Ein Potenzial zu sehen, ohne sich um Details zu kümmern. Öffne dich und präge dir dieses Gefühl der Möglichkeiten gut ein. Und sei offen in der Erwartung des Unbekannten. Und jetzt noch ein tiefer, langsamer Atemzug. Wenn du jetzt ausatmest, dann lass es ins Feld hinaus. Und jetzt langsam, ganz langsam, wenn du bereit bist, kannst du deine Augen wieder öffnen.